Lehmann ist eine Stadt mit 9 Millionen Einwohnern. Sie liegt auf 150 Höhenmeter und 12 Grad südlich des Äquators. Sie liegt auf 150 Höhenmeter, weil sie auf einem Schwemmkegel, auf einem Schwemmland aus den Anden aufgebaut ist. Der Fluss heißt Rio Rímac. Und es ist ein ganz kleines, ganz, ganz tief liegendes Rinnsal, das kaum Wasser führt. Wenn allerdings in den Bergen der Regen fällt, dann wird der Fluss gewaltig und bringt so viel Schutt und Geröllmassen aus den Anden mit. Unsere Stadttour hat am Park begonnen, am Park der Liebe. Im Mittelpunkt dieses Parks steht eine Figur, eine übermenschlich große Figur von zwei Liebenden. Und die Dekoration ist so ähnlich wie der Gaudi-Park in Barcelona. Die Stadt ist erstaunlich. Am meisten erstaunt hat mich, dass es da keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt. Es gibt eine einzige Buslinie, die die Stadt von Norden nach Süden durchquert. Und darüber hinaus werden alle Personen mit Privatbussen befördert, denen man es kaum ansehen kann, dass sie öffentliche Busse sind. Es gibt auch gar keine Haltestellen, sondern die Menschen stehen am Straßenrand und winken die Busse heran, steigen dort ein und steigen an Stellen aus, wo es gar keine Haltestelle gibt. Pokiana, Pokiana heißt Spielplatz. Das ist das Thema. Könnte sein. Ja, die Sache ist, es wurden 26 Frauen geopfert. Die waren jung, zwischen 13, 14 die meisten und 18 Jahre alt, andere. Alle, das sind mindestens zweimal Mütter gewesen, auch die Mädchen, die 13 waren. Ja, natürlich, das Leben hat was verändert worden. In dieser Region ist der Vorusberg. Das war die erste Siedlung von Migranten, die hier nach Lima gekommen sind, diesmal in den 40er Jahren. Ja. Und auf geht es von Lima über die Anden nach Cusco, der Stadt der Inka. Ich bin sehr gespannt, was in den nächsten Tagen auf mich zukommt.